Servusle Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Mein Kaffee habe ich mir geholt. Mein Köpfle ist wieder frisch. Ich weiß jetzt, dass es nicht mein Vergehen war, dass wir das Pferd verloren haben gestern. Servusle und herzlich willkommen zur Daily Dosis Arg. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Der ist natürlich hier von alleine losgelaufen, weil er noch auf Folgen war. So, ich bin wieder frisch im Kopf. Ich weiß noch nicht mehr so hundertprozentig, was wir machen wollten. Jetzt wollte ich schon sagen, und das Bett ist auch weg, Leute. Das Bett ist auch weg. Wir machen hier weiter im Takt. Ich habe jetzt keine Farmrunde oder so zwischendrin gemacht. Das ist genau die Stelle, wo wir gestern aufgehört haben. Es geht uns heute tatsächlich darum, hier noch ein bisschen. Oh, guck mal, genau 20. Das waren doch die, die wir gebraucht haben für den Fabrikator, oder? Dann machen wir den jetzt mal. Schauen wir mal rüber. Wherever you go. Ich bin so frisch unterwegs heute. So innerlich, weißt du, kennt ihr die Momente, wo ihr einfach denkt, hey, ist zwar Anfang der Woche, was haben wir heute schon Dienstag, ja? Aus unserer heutigen Sicht ist Dienstag. Pass auf. Pass mal auf. So, ich hau dir das hier rein, oder waren es 50? Ja, es waren 50, also dann starten wir nochmal 30 Stück. Ich mache jetzt aber hier nicht alle durch, oder? Weil ich brauche nämlich noch Zement. Ich glaube, Zement ist wichtiger. Ich würde sagen, wir machen hier mal Herstellungs. Was war denn das? Was war denn das? Alter! Guck mal! Hat der mich jetzt hier gerade mit seinem Schwanz weggeschubst? Ey, Kollege, ihr kriegt eigentlich auch noch einen Sattel irgendwann, gell? Guck mal kurz. Guck mal kurz. Ich will den dann schon die Sattel aufbauen, weißt du? Diplo. So, zack. Wo bauen wir denn den? In der Werkbank. Komm, wir bauen mal kurz. Ich muss den weiter wegstellen, sonst haut er mich jedes Mal in die Luft. Ey, momentan passieren Sachen, ich kann es euch sagen. Intruse Werkbank, intruse Sättel. So. Guck mal, ob du den bauen kannst. Ja! Jetzt habe ich natürlich schon wieder. Warte mal, pass mal auf. Ich komme sonst nur noch durcheinander. So, stell dich mal weit weg von seinem Schwänzle hier. So, pass auf. Jetzt machen wir hier Menge herstellen. Also 30 brauchen wir noch. Ich würde sagen, wir stellen 50 Stück her. In der Zeit besattel ich den Diplo und fahre den mal ein bisschen weg. Ich bin so schockiert. Hammer. So, Leute, tatsächlich mal gemacht. Ein Sattel, wir brauchen aber eigentlich zwei, gell? Weil die Tiere ja mit dem Sattel ein bisschen frischer aufgehoben sind dann. Ah, ist jetzt egal, einer reicht das mal. Hier sind sie ja recht sicher. Die müssen wir auch noch skillen. Und bei denen war es doch fast wurscht, ne? Ich weiß, als die Tiere, die ich. Boah, Alterle. Das ist aber ein Sattel. Komm mal her. Wollte ich jetzt natürlich auch reiten. Hahaha, geil. Geil, Leute. Ne, 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 ne. Ah, was, der hupft auch so, wenn wir schnell. Gehen wir mal kurz raus mit ihm. Wir zeigen mal Präsenz bei den Fleischfressern, bis unsere Zündpulver durchgejagt sind. Guck mal. Wie ein junges Huhn. Schade, dass er nicht springen kann. So. Hallo, Kollegen Fleischfresser. Was ist hier los? Gibt's hier irgendwas? Kann der schubsen? Kann der die schubsen? Komm, wir probieren mal einen zu schubsen. Jetzt hängt er hier fest. Kurzer Moment. Schön ist es. Macht voll Spaß mit denen. Ich mag die ja, wie man gemerkt hat am Anfang. So, komm, ein Schubser. Boah, ist ein Wendekreis, aber da ist jeder LKW schneller rum. So, schubst den mal. Nee, der schubst den nicht. Also, ich habe mir ja überlegt, Leute, aber da müsste man fast wissen, wo hier noch Metall ist. Ich würde hier schon gerne so einen kleinen Zaun hier rumbasteln. Hier so einen kleinen Zaun rum, dass wir den Vorgarten hier mit benutzen können. Und dann da. Ah, ist der gut. Ist der gut. Und dann hier vielleicht tatsächlich auch noch ein Außenbereich für die Triceratops, dass die hier so. Ah, da ist Metall, aber das wird dann die Spawn, wenn ich hier baue, ne? Gibt es da oben noch Metall? Wir gucken mal ganz kurz. Ja, irgendwo ist bestimmt noch eine Metallader. So, sollte halt nicht zu weit weg sein, aber ich kann jetzt auch nicht einfach nicht bauen, nur weil jetzt hier da oben ist doch Metall, oder? Guck mal, unsere Bergziege hier. Haha, ne, ist normaler Stein. Scheißen Dreck. Ich habe gedacht, dass da Metall rumliegt in Massen oder so. Weil dieser eine Metallspawnpunkt in der Höhle, der ist weg, seit ich gebaut habe. Da müsste ich fast die Spawnentfernung umstellen. Kann das sein, wenn ich da ein bisschen hin und her schraube, dass es dann doch wieder auch in der Nähe meiner Strukturen spawnt? Da muss man nur auf. Du bist kein Flugsaurier, Alterle. Denk an deine Knochen. So, jetzt wieder rein. Jetzt wieder rein. Obwohl, wenn man hier nicht direkt an. Da vorne ist auch ein Metall. Hey, ich glaube, ich baue hier draußen doch nichts auf. Sonst haben wir kein Metall in der Nähe. Das wäre scheiße. Wir kommen ja noch dazu. Wir bauen noch so viele Stützpunkte, Außenstationen, Hauptbasis. Ich glaube, das wird alles noch so, wie wir es brauchen. So, guck mal, ich stelle dich mal hier so ein bisschen näher jetzt an der College. So. Ich weiß gerade, wer von euch ist das Mädel. Weibchen ist braun. Und guck mal, und die hier sieht doch eher weiblich aus. Und die hier ist ein Kerl, ne?
Partnerbonus, Männchen auf jeden Fall. So, okay, weiter geht's. Den Fabrikator. Zurück zum Thema. Alterle, iss was, trink was. Trinken, trinken ist, hat ja momentan alles, passt noch. So, genau. Herstellung. Nein, du kannst es da drüben bauen. Gewöhn dich dran. Herstellung. Fabrikator. Jetzt ziehe ich mal. Jetzt können wir ihn bauen, Leute. Silent. Can be pincoded, ist klar. Oh, da brauchen wir jetzt aber gleich... Ah, jetzt nochmal zurück zum Thema Fabrikator. Ein Benzin 15 Minuten. Generator, ein Benzin eine Stunde, richtig? Habe ich das noch richtig im Kopf? Oh, habe ich da unser Steigerle gehört? Mach nochmal... Mach mal eins auf Ausdauer, haben wir schon lange nichts mehr drauf. Leute, noch 62, noch zwei Level. Während der Bauphase wird es passieren, dass wir den Rudelsattel bekommen. Dann gehen wir raus. Dann gehen wir raus. So, den Fabrikator, den musst du aber hier noch rausholen. Den bauen wir jetzt schön auf. Haben wir schon rausgeholt. Wahnsinn. Und startet die Maschinerie. Pupsi und Mann. Ja, die gefallen mir so super. Ihr seid goldig. Euch mag ich ganz arg. So. Lalalala. Hier vorne will ich dann tatsächlich Werkbank und so. Da soll man dann schön rumschnackseln. Und den Fabrikator, den würde ich da hinten hinsetzen. Und dann kommt hier vorne. Pass mal auf, Leute. Ich will das hier so nicht haben. Habe ich gestern aufgebaut, ich weiß. Ich habe es gestern aufgebaut und verwerf's jetzt wieder. Kurzer Moment, im Moment, aber das passiert mir halt, das müsst ihr euch auch dran gewöhnen. Ich habe ja in Aberration immer schon ganz viel vorgebaut. Da war das auch so, dass ich halt immer wieder abbaue und zubaue. Ich habe nämlich im Moment gerade was entdeckt, was mir nicht so gefällt. Okay, du musst es so machen. Die Gun könnte man rausholen, die Demolition Gun. Ja, ist egal, jetzt mache ich's. War da noch ein Stück Zaun drin? Habe ich gar nicht mehr gesehen gehabt. Das heben wir jetzt auch auf. Und das heben wir auch auf. So, da will ich erstens mal, will ich da, glaube ich, Holztreppen hinmachen. Das ist das eine. Und ich möchte tatsächlich, wenn ich hier vorne stehe, hier hochkommen. Damit es, dann mache ich da oben eine Brückendings hin. Jetzt brauchen wir nochmal eine Säule, würde ich sagen. Zwei Stück. Waren das Fünfer oder Dreier? Waren das Fünfer oder waren das Dreier hier? Boah, das weiß ich nicht mehr. Das waren aber, glaube ich, die Fünfer, gell? Hier sind auf jeden Fall Dreier-Säulen. Wenn ich die hinsetze, sehe ich es ja. Nee, sind die Dreier. Sehr schön, dann haben wir schon Säulen. Pass auf. Dann machen wir das jetzt schön. Es wird jetzt eh gleich dunkel. Dann bauen wir jetzt gemütlich hier noch ein bisschen aus. Pass mal auf. Ist halt die Frage, kommen wir da arg in den Dings rein hier? In den Stein mit den Fundamenten? Ja, dann hat es so keinen Wert. Beziehungsweise, nee, mach's weg. Wir setzen es nebendran hin. Hier hin. Hier hin. Und dann würde ich fast sogar noch eine Säule setzen. Dann sieht es auch nachher schön gleichmäßig aus. Hier würde ich noch eine hinsetzen. So, jetzt mache ich uns mal ganz kurz Licht. Jetzt bin ich gerade im Baumodus. Im Kopf baue ich jetzt parallel schon vor, dass ich gleich weiß, was ich tue. Also wenn ich da ein bisschen vor mich hin murmel. Nicht böse sein, ne? Okay, wir haben noch Deckenelemente aber, glaube ich, gebaut. Wherever you go, zurück zur Werkbank mit einem Flow. Wie sieht's bei euch aus? Irgendwelche neuen Eiers? Ja! Oh, der hat sogar Doppelteier gelegt. Sehr schön. Dann kommen wir auch unserem Oviraptor näher. Wie viele Eier haben wir denn jetzt? Ey, du kommst von einem Thema ins andere. Ist der Wahnsinn hier. Jetzt habe ich schon mal 9 von denen. Wir haben immer noch das fette Bronto-Ei. Was haben wir denn hier noch? Pegomastax sind kleine. Pterodon ist auch ein kleines Ei. Kompi. Unser erstes Kombi-Ei, aber nicht befruchtet. Sonst hätte ich es schon durchgejagt. So, pass auf. Haben wir da noch Deckenelemente gebaut? Kann sein, wir brauchen gleich noch ein bisschen Stein. 4. Ich glaube, 4 reichen nicht. Na, Mist. Ich hätte gerne noch 2 Stück gebaut. Haben wir irgendwo noch genug Stein? Jo. Wo auch immer der jetzt war. Okay, pass auf. Ja, wir machen es jetzt gemütlich. Ich stress mich da nicht. So, baue es fertig. Ich stress mich da nicht. Bau's fertig? Warum dauert das so lang? Was ist da los? Guck mal hier, ne? Weibchen. Und unser Männchen hat eher die Weibchenfarben. Finde ich super. Gut gelöst. So, zurück. Hier müssen wir natürlich schön ausleuchten. Wir werden hier aber wahrscheinlich keine Elektroleuchten hinmachen. Wir werden es hier mit Fackeln ausleuchten. Das ist unsere erste Basis. Die soll auch so ein ganz kleines bisschen den Flair haben von den Anfängen. Deswegen. Ah, scheiße. Sagt aber auch keiner was hier, weißt du? Ich wollte doch die anderen Treppen machen. Das heißt, wir brauchen diese Wood Ramps hier. Ich probiere mal, ob wir 6 Stück tatsächlich. Ne, 4. 4 können wir. Die setze ich jetzt aber schon mal an. Hier. Ne, halt, das stimmt doch. Oh, Voucher. Voucher. Bleib mal ein bisschen bei der Sache, Alterle.
So, hier will ich eins drauf machen. Entsprechend hier eins. Hier und hier. Und dann können wir jetzt überlegen, nee, dann will ich tatsächlich daneben dran auch noch eins haben. Und jetzt die Wood Ramps aus Holz. Die Holz Wood Ramps, dann kriegen sie halt ein Steingeländer. Kann sein, dass da noch eine Säule zwischen rein muss. Das werden wir gleich sehen. So. Dann kommen wir nämlich hier hoch. Dann verliere ich zwar umgerechnet ein bisschen mehr Fläche, glaube ich. Aber ich kann jetzt hier hinten wunderschön dann die Klimaanlagen reinbasteln und so weiter. Wobei ich jetzt diese Säule hier entfernen würde. Das testen wir jetzt. Kann sein, es geht gleich was kaputt. Ist mir aber egal. Wenn ich die jetzt wegmache. Ha, es hat Kolben. Ich baue nicht die ganze Fläche zu. Es ist einfach nur so ein Laufsteg da hinten. Weißt du, dass man da rüber kommt. Da müssen wir dann tatsächlich da hinten noch zumachen. Das kommt dann auch noch. Wobei, dann wäre es jetzt fast geschickt. 1, 2, 3, 4. Lass uns mal was probieren. Lass uns mal was probieren. Ich brauche noch 4 Stück. Ja, soll ja auch schön sein, ne? Es ist zwar die erste Basis, wir werden die irgendwann auch verlassen und nur noch gelegentlich vorbeifliegen, aber wenn ich dann hierher komme, will ich mich an die alten Zeiten zurückerinnern und sagen, guck mal, haben wir uns Mühe gegeben. Ihr wisst, was ich meine, gell? So, wie viel können wir? Jo, ich weiß nicht, wo er die Materialien jetzt herzieht, ob mir die jetzt gleich irgendwo fehlen. Kann aber auch gut sein, dass noch im Pferd was drin war, ne? So, jetzt pass mal auf, Leute. Nehmen wir schon mal hier das Leder mit. Und dieses Öl, weil wir brauchen nämlich Benzin. Da würde ich fast sagen, wir schichten die hier mal um. So, pass auf. Benzin, 6 und 5. Er haut es mal hier rein. Und das hier dazu. Er macht schon Benzin. Jetzt kommt schon mal das Benzin für den Generator. Das läuft. Die müssen wir dann auch hier wegsetzen. Das können wir vielleicht heute noch machen, dass wir hier vorne schön aufräumen, dass diese Fläche wieder frei wird. Denn das soll alles hinten auf unserer Basisplattform über dem See später sitzen. So, was ich jetzt noch machen will, dass es schöner aussieht, ist die Säulen nach hinten versetzen. Und dafür baue ich aber als erstes mal die Deckenelemente hoch. Nein, was machst du denn? Gerade habe ich es umgeschichtet, deswegen, dass du sowas nicht machst, Alterle. So. Nee, oder? Ah doch, ich hab's ja abgezählt. Vertrau doch auf dich, kleiner Voucher. Jetzt kommt natürlich der Moment, wo uns erstmal klar wird, ob es überhaupt geht, was ich machen will. So, und die will ich jetzt wegziehen. Ja, klar geht es. Und da hinten würde ich dann eine ins Eck reinfriemeln. Eine ins Eck rein, damit es schön ist, weißt du? Pass mal auf. Jo, es hebt. Wunderbar. Ich habe trotzdem nicht sicher gewusst, ob es klappt. Dann machen wir hier natürlich Stufen. Und Stufen. Oh, und schon wird's schön. Und schon wird's Nietzsche. Nietzsche wird's, Alterle. So, dann machen wir hier Zaun hin. Dann machen wir da hinten ein Stückle Zaun rein. Und den Rest vom Zaun machen wir dann hier hin. Da bauen wir uns gleich nochmal die übrigen. Wir können auch ein Holzgeländer machen, oder? Muss kein Steingeländer sein. Ist eine Holztreppe. Vom Alterle gezimmert. Wie viel brauchst du denn dann noch, Digga? Muss ich mal kurz abzählen. Also auf jeden Fall schon mal 3 für die Außenwände. 4, 5, 6, 7. 7 Stück würde ich gerne noch bauen. Gucken wir mal ganz kurz rein. Lalali, lalalala. Holzgeländer, 7 Stück. Haben wir die Materialien? Große Frage der Nation. Jo, 6 Stück. 6 Stück. Manchmal liegt es ja am Gewicht. Nö. Was würden uns jetzt da fehlen? Fasern? Wir gucken mal. Ich will noch eins bauen. Ja, okay, also um eins. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt Materialien dann holen. Da schaue ich mal. Ich würde sagen, wir verbasteln jetzt heute, was wir können. Schauen mal, was der Fabrikator bzw. der Generator noch braucht. Und das holen wir ran und dann mache ich einen Cut. Dann machen wir eine nächste Aufnahmesession. Und bevor diese Aufnahmesession losgeht, hole ich dann nochmal Stein, Holz und Stroh wieder ran. Guck, und schon sieht es nämlich schön aus. Du kommst jetzt später hier hoch. Lumlilum. Hier geht es nach oben zu den Betten und ins Lager und zum Generator. Und hier unten drunter werden wir definitiv die Kombis züchten. Das lasse ich jetzt offen. Da kommt auch ein schöner Zaun hin. Dann kommt hier die Klimaanlagengeschichte rein. Der Kühlschrank wird hier rein integriert und dann ist das Ding schön. Liegen die alle auf derselben Flucht? Jo, liegen sie. Jo, 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 jo. Und hier wird dann tatsächlich Werkbank und so weiter aufgestellt. Und jetzt fangen wir an. Fabrikator, mein Freund. Das war doch so ein Lappen, gell? Jetzt ist die Frage, ich will das tatsächlich da hinten anbringen. Ich überlege gerade, oder hier so rein. Hier könnte man es auch reinstellen. Hier könnte man es auch reinstellen. So. Ja, ja, guck dir das genau an, was der Voucherle hier macht. Schauen wir mal, dass es einigermaßen mittig ist, dass es hinten nicht reinragt. So ist es gut.
Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier noch ein Stückle gerade ziehen. Benga! Benga Karenga! Ja, so ist es okay. Dann ist es hier so ein bisschen in die Säulen eingefasst. Das finde ich schön. Gibt es eigentlich Lampen, die von oben runterhängen? Vielleicht bauen wir hier noch eine Arbeitsleuchte rein. So, und dann können wir eigentlich jetzt hier hinten die anderen Werktools dann nachher rüberschwitzen. Da müssen wir natürlich ein bisschen gucken wegen Gewicht. Benzin. Benzin war doch hier. War nicht hier das Benzin? Guck mal, haben wir schon die ersten 35 Benziners. Dann können wir schon mal den Fabrikator befüllen. Lumlilum. Hier gibt es Gott sei Dank gut Öl, gell? Auf Aberration haben wir ja ein bisschen schwerer uns getan, bis es mit dem Öl soweit war. So. Hier haben wir das Benzin drin. Das passt. Jetzt müssen wir einen Generator herstellen. Da schauen wir gleich mal nach den Punkten. Mr. Generator. Generator. Generator auf der 49. Die schalten wir beide frei. Und der müsste jetzt baubar sein hier drin. Elektrisch Generator. Welcher ist denn das hier? Das ist der richtige. 25 Metall und 10 Elektronik. Also müssen wir Elektronik freiklicken. Elektronik. Weiter geht's. Wieder hier rein. Elektronik. Wow, Siliziumperlen. Wir haben keine Siliziumperlen, oder? Leute, haben wir Siliziumperlen? Ich glaube nicht. Ah, nee. Das war im anderen... Die ist kalt, ja klar. Allerlei Siliziumperlen, Siliziumperlen. Die waren auf Aberration als Muscheln im Wasser. Wir müssen ans Wasser runter. Wie lange dauert es noch, bis wir das Alurudel bekommen? Scheiße. Dann geht es jetzt hier gar nicht weiter. Ohne Siliziumperlen sind wir aufgeschmissen. Und was war das andere? Kristalle, gell? Lass mich nochmal reingucken. Siliziumperlen und Metallbarren. Ja, wir brauchen Siliziumperlen, Leute. Hilft uns alles nichts. Auch hier gerne an dieser Stelle Hinweise oder Tipps, falls man die noch woanders bekommt als hier. Siliziumperlen. Ich habe die immer nur oben gesammelt als Muscheln auf Aberration. Das sollte man fast ganz zumachen hier, gell? Ich bin mal noch nicht sicher. Lass mich mal kurz gucken. Nee, eigentlich... Das lassen wir mal offen. Das lassen wir jetzt mal so. Das heißt, bevor wir jetzt an die Stromgeschichten gehen können, wir schalten uns jetzt mal alles frei. Dann weiß ich nämlich gleich, was wir noch brauchen. Pass mal auf. Den Generator haben wir freigeschalten. Den brauchen wir, um Strom zu erzeugen. Benzin können wir herstellen, um die zu betreiben. Das passt. Wir brauchen Stromgeschichten. Das heißt, wir gehen nur mal auf die 49. Ich muss das jetzt nämlich auch tatsächlich sehen. 49. So. 49. Wir brauchen auf jeden Fall Steckdosen. Das ist schon mal ganz klar. So, passt. Wir brauchen Stromkabel. Da würde ich aber von hier aus gucken. Wir brauchen auf jeden Fall Square. Wir brauchen die Pillars. Wir brauchen die Walls. Triangle lasse ich erstmal noch offen. Das andere flexible lassen wir auch erstmal weg. Vertikal brauchen wir bestimmt auch. So. Dann haben wir die Geschichte schon mal. Das heißt, wir haben jetzt einen Generator, betreiben den mit Strom, verziehen das Kabel, wo wir es brauchen, setzen Steckdosen, passt. Die Klimaanlage brauchen wir zum Ausbrüten der Kleinen. Das wäre dann auf der 54. Oder war es auf der 52? Der Air Conditioner, wo ist denn der, Leute? War der noch weiter raus? Kühlschrank will ich auf jeden Fall, ne? So. Dann haben wir das schon mal. Kann das sein, dass das die Klimageräte sind, dass die erst bei 61 kommen? Ich gebe es mal ein. Klima tatsächlich bei 61. Also mit dem nächsten Level kommt die Klimaanlage und dann passt es. Und dann haben wir den Hitching Post. Können wir gucken, aber den habe ich, glaube ich, schon freigeschalten, so wie ich mich kenne, oder? Nee. Dann müssen wir hier gucken. Der war ja hier oben irgendwo dabei. Irgendwo war doch dieses Hitching-Dingsbums. Boah, ich gebe es einfach in die Suche ein. Hitch. Hit. Hier, Hitching Post. Ne? Den brauchen wir auf jeden Fall. Pass mal auf, nochmal zurück. Den können wir ja gleich aufbauen. Einen. Nein, falsche Taste. Jetzt bin ich gerade... Wir haben nicht genug Ressourcen. Fasern, Holz und Stroh. Alles klar. Also jetzt müssen wir tatsächlich Materialien holen. Für die Klimaanlage sehe ich erst im nächsten Level, was wir genau brauchen. Fasern, Holz und Stroh. Ich muss mal reingucken. Fasern wären noch genug da. Holz haben wir keins mehr. Und Stein, ne? Holz, Stein fehlen. Offensichtlich in beiden. Alles klar. Also dann haben wir die Geschichte. Dann holen wir jetzt Material, Leute. Gehen wir kurz an den Strand runter, oder? Wir gehen mal kurz runter an die Stellen am Strand und gucken. Da können wir auch gleich wieder ein bisschen Keratin mitnehmen und Öl.
wenn der nachgespawnt ist. Wie viel Uhr haben wir denn? 8 Uhr. Ist tatsächlich die Nacht rumgegangen, ohne dass ich es gemerkt habe. Sehr interessant. So, ich komme, wir laden kurz Wasser auf hier, Leute. Die Feldflasche wollte ich auch noch basteln. Nein, nicht wieder. Ich habe ihn wieder nicht umgestellt. Sonst, wo ist er denn jetzt hin, Grant? Wo ist er denn hin? Ah, da oben klemmt. Da hat sich's jetzt reingespielt. Ich hab's nicht umgestellt mal wieder. Scheiße. Pferd, komm, du sollst mir eigentlich folgen. So. Ich dachte gerade, wo will das Pferd schon wieder hin? Wow, ist das eine Kopfsache jetzt, bis man dann weiß, dass man alles hat, ob man alles hat. Siliziumperlen fehlen uns. Also Kristalle wissen wir, wo wir kriegen, wenn wir brauchen. Zement, alles da, außer Siliziumperlen. Habe ich keinen Plan, Leute. Ich gucke jetzt mal hier überall durch. Kann sein, dass wir im Meer rumtauchen müssen. Da ist natürlich jetzt eine gute Frage, ob wir am Meer irgendwo eine Stelle finden, die nicht ganz so gefährlich ist. Wir gucken halt, müssen wir ja. Anders kommen wir nämlich nicht weiter. Vielleicht liegt aber hier in dem See irgendwo eine Siliziumperle rum. Gucken wir mal gemütlich. Nee, ne, das ist nicht zufällig eine hier. Das sind eher so Seerosen. Wir müssen ans Meer, hundertprozentig. Wir brauchen ja erstmal nicht allzu viele. Hier, ne, bei dem Stein weiß ich als nicht. Das könnte aber Metall sein hier. Gehen wir draufklopfen. Ja, ist Metall. Also haben wir hier auch nochmal Metallstellen am Wasser. Sehr schön. So, komm, wir checken das ab. Siliziumperlen, Leute, ist unser nächstes Ziel. Ohne geht's nicht weiter. Was machen wir denn hier? Komm, lass mal Community-Entscheidung durchwachsen, Leute. Hier ist überall Metall drin, gell? Was machen wir denn hier mit dem Ichimichi? War das nicht ein passives Zähm? Kann das sein, wenn ich den Zähm, dass der vielleicht... Ichi. Wechseln wir mal. Vielleicht kriegen wir den ins Meer, weißt du, dass ich mit dem Siliziumperlen farmen kann oder sowas. Ich guck mal ganz kurz nach in der App. Ichimichi. Ichimichi. Wie genau heißt du, mein Freund? Ichthyosaurier. Ichthyosaurus. Also, der braucht Raw Mutton. Der braucht Raw Mutton. Prime Fish. Raw Meat. Also, der braucht offensichtlich Fleisch. Haben wir irgendwelche Fleischsachen dabei? Nö. Ja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Welches Level hat denn der? Level 50. Weißt du, wenn der frei ist, dass ich den vielleicht da runterkriege mit Folgen? Ey, das würde ich jetzt gerne probieren. Wir holen mal Fleisch von irgendeinem Dodo. Wir brauchen nichts Großes. Der muss auch kein Endlevel bekommen. Wichtig wäre jetzt, gibt es hier irgendwo ein Dodo? Vielleicht können wir mit dem ins Wasser. Das wäre eine coole Geschichte. Renn mal da hinten um die Ecke rum, aber pass auf. Nicht, dass wieder neue Alus gespawnt sind. Wir brauchen aber immer noch ein Männchen, also können ruhig nachspawnen. Das ist bestimmt weiter drin im Meer. Also hier draußen habe ich ja noch nichts blitzen sehen. Was kommt denn da? Alter, ist das der 54er? Lebt der noch? 145, aber den können wir nicht zähmen. Da haben wir zu wenig Eier. Dann lasse ich dich mal hier. Da vorne ist ein Loot-Drop, den holen wir uns. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas Blatt kriegen für Fleisch. Dann den Ichti testen. Und entweder kommt er tatsächlich ans Wasser runter. Dann gucken wir nach Perlen. Oder wir machen zu Fuß die Perlentour. Jetzt überall Metall. Ich glaube, ich verbaue dann oben doch unser Zeug. Hier ist auch ein Walfisch, den können wir abbauen. Ist nur ein Stein. Ich habe gedacht, ich habe ein Ei gefunden. Oh, ich muss zurückswitchen. Hier, kurzer Moment. Ich habe übrigens überlegt, Leute, ich will ja jetzt im April hole ich mir nochmal ein Päckchen Hardware, sage ich jetzt mal ran. Die brauche ich jetzt noch für die Streams. Dann werden wir irgendwann einen Teststream machen am Wochenende. Vielleicht machen wir das hier. Oh, super. Für sowas bringt man sich dann auch noch in Gefahr, wenn es blöd läuft, ne? Was habe ich denn da unten? Da blinkt doch auch irgendwas. Pferd, komm mit. Siehst du, es heißt Pferd. Hier, ne? Sah kurz so aus, ist aber nur ein normaler Stein. Komm, schnapp dir die Keule. Mach mal den Motschuss da hinten Blatt oder wie der heißt. Beziehungsweise erstmal Material holen. Das brauchen wir ja eh immer. Ja, jetzt probieren wir das noch geschwind, Leute, in der Folge. Den Ichti, ob der durch Folgen mit ins Wasser käme. Dann schaue ich mal, ob ich Perlen finde. Ansonsten warte ich dann natürlich auf eure Hinweise. Und wir machen dann... wahrscheinlich morgen, wenn alles klappt. Ich besorge nämlich Material zwischen den zwei Sessions. Das war morgen vielleicht tatsächlich, dass ich so lange Material besorge vor der Haustüre, bis wir das Saurierrudel reiten können morgen, weißt du? Oh, du musst ausladen. Hallo, Pferd. Grüß dich. So, hau das mal alles hier rein in der College. Ich habe natürlich wieder die Hälfte Zeugs dabei, aber es war ja jetzt auch gerade nicht der eigentliche Plan. Hau die mal weg, da haben wir jetzt echt genug rumliegen schon. So, der ist komplett abgebaut. Wir brauchen
Wir brauchen ein Tier, ein Dodo oder irgendwas. Ein bisschen Fleisch für den Ichti. Nunina, welches Level hat denn er hier? 55. Wie viel Leben hat denn sowas? 750. Ich guck mal. Vielleicht sollte ich den betäuben, hä? Er trifft, der Alterle trifft. Guck dir das an. Ja, wie das Pferd abgeht. Schön eingekeilt haben wir ihn. Jetzt haben wir den auch noch umgeflatscht. Sehr schön. Gut. Der schläft nur, ne? Muss ich weiter draufhauen noch. Wow, wie schnell. Also wenn wir die zähmen, Leute. Wenn wir die zähmen, mache ich es mit dem Pferd. Das ging ja voll schnell jetzt. Wahnsinn. So, gib mal Fleisch her. Leder und rohes Fleisch. Sehr schön. Alles klar. Also die kriegen wir recht schnell mit dem Pferd, finde ich. So, jetzt zurück zum Ichti-Michti. Ichti-Michti, kleiner Freund. Wo war denn diese Stelle? Zeig es uns. Müsste ja normalerweise gehen mit Fleisch. Vorne irgendwo klebt er doch. Er tut mir eh schon die ganze Zeit leid, weil er da so am Bach rumhängt, weißt du? So, meine Lieben. Wir sind gleich da. Jo, ist doch schön. Haben wir wieder was probiert in dieser Folge. Zur Not haben wir halt einen gezähmten Fisch, der hier am Bach festklemmt, ne? Den lassen wir dann trotzdem. Der gehört dann auch zu uns. So, mein Ichti-Michti. Grüße dich. Ich hau mal Fleisch hinten drauf. So, müsste jetzt normalerweise gehen. Es geht. 38,1%. Ich bin gespannt, Leute, ob wir den ins Wasser kriegen. Warte, bis es wieder hungrig ist. Zeig mal dein liebes Gesichtle. Du hast bestimmt voll das liebe Gesichtle, gell? Jo, hat er. Alter, ich möchte eigentlich, dass du nebendran mal so stehst. Was ist für die Screenshots auch ab und zu so Geschichtle? So. Alterle und sein Ichti. Der einzigste, der an Land lebt. Schön ist das. So, der hat doch bestimmt schon wieder Hunger. Nee, hat er noch nicht. Müssen wir noch kurz warten. Welches Level hast denn du eigentlich, weil du dich hier so rumdrückst? Zwischen den beiden habt ihr gesagt, gell? Tatsächlich funktioniert super. Danke übrigens auch für den Hinweis, dass man das einfach nur richtig ansetzen muss. Den müssen wir noch zweimal füttern, dann gehört er uns. War das das Zeichen? Nee. Liebes Pferd, wie sieht es bei dir so aus? Alles drin noch? Das tun wir mal rüber. Ein bisschen Öl haben wir noch gekriegt tatsächlich, weil wir gerade abgebaut haben. Das kann alles rüber. Die Bären brauche ich gleich wieder. So, komm, hab Hunger. Kann natürlich auch sein, dass der jetzt wieder eine Ecke länger braucht beim ersten Mal. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnten wir den dann... Jetzt schauen wir mal, was rauskommt. Da, er hat wieder Hunger. Jo, ist der schön. Und dann gucke ich mal, ob ich den durch Folgen darunter kriege. Da würde ich aber unser Pferdle... Das würde ich dann hier erstmal stationieren. Und zwar nicht auf Folgen, sonst habe ich es nämlich nachher im Fluss drin. Alle anhalten ist gut. Hier haben wir genug Metalle im Fluss, Leute. Wir bauen oben vor der Höhle uns eine schöne Außenanlage noch mit dazu. Ist das was Besonderes, weil das hier so sandig ist? Guck mal unter der Brücke, ob da Perlen rumliegen. Nee. Man muss alle Eventualitäten gecheckt haben, bevor man sich hier weiter begibt. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Mal gucken. So, Leute, wie geht's denn dann morgen weiter? Wichtig ist jetzt, Perlen zu bekommen. Dann können wir den Generator bauen, Strom, Klimaanlagen. Und dann hitchen wir die Kombis an. Und dann fangt's an, Leute. Und am Wochenende haben wir bestimmt schon die ersten befruchteten Eier, die wir ausbrüten können. Yo, er gehört uns. Grüß dich, Alterle. Ich kann dir allerdings noch nicht so richtig sagen. Ach so, ich habe ja gar keinen Sattel, oder? Können wir einen Ichti-Sattel basteln? Ich? Jo, können wir. Ei, super. Dann gehen wir kurz zurück und bauen einen Sattel, oder? Wir brauchen halt einen Sattel. Ja, komm, lass mal kurz den Sattel holen. Das machen wir jetzt noch, Leute. Wir überziehen kurz. Ziel ist jetzt einfach mal zu gucken, ob wir den Ichti ins Wasser kriegen, wenn ich drauf sitze. Ob wir den ins Wasser kriegen, wenn er uns folgt, dass wir ihn irgendwie da runterziehen. Oder ob wir ihn halt notschlachten müssen. Eins von beiden wird passieren oder eins von drei. Wir gehen kurz einen Sattel bauen. Das will ich jetzt schon probieren. Karotten brauchen wir momentan keine. Also das haben wir ja alles hier. Wir brauchen auch im Moment keine Gärten hier. Ist alles vor Ort, ne? So, meine Lieben. Ja, es geht jetzt kombimäßig nicht weiter. Schade drum. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Vielleicht finden wir gleich noch Perlen. Wie macht man denn so ein Ichti dann im Wasser? Der schwimmt ja dann rum, während man den zähmt, ne? Ja, muss man halt wahrscheinlich dranbleiben. Jetzt pass auf. Ich hätte gar nicht so weit rein müssen eigentlich. Ichti. Triceratops. Ichti. Nicht genug Ressourcen. Metall 10, Leder 55, Holz. Ich glaube, wir brauchen hier tatsächlich wieder Holz, ne?
Komm, lass uns mal kurz einen Baum noch fällen. Jo, so ist es halt oft, wenn man nichts offscreen vorbereitet. Ist aber okay, oder? Ist ja gemütlich. Wie viel Uhr haben wir denn? 11.52 Uhr. Alderle ist noch soweit frisch. Der Baum ist gleich da vorne. Dann reiten wir zum Eingang der Höhle, ziehen uns die Mats. Und dann gehen wir nochmal runter zum. Und dann geht's morgen hier weiter. Hoffentlich mit Perlen. Ja, ist gut. Es müsste schon reichen, um das zu probieren. Farmen tue ich dann später. Ichi, Tichi, Michi. Ja, wir sind nicht nah genug an der Höhle. Wir müssen weiter rein zu den Mats. Kann auch sein, es fehlt noch irgendwas. Ich habe es momentan nicht im Überblick. Durch das Ziehen habe ich keine Ahnung, welche Materialien noch vorrätig sind, welche nicht. Beim Gruscheln habe ich das halt nicht, ne? Dafür geht's Ziehen angenehmer. So, guck mal, Alter. Level sind wir nah genug dran normalerweise. Bin ich mal gespannt. Jo, jetzt können wir bauen. Ich, die mich, die Sattel bastelt. Wir gehen runter. Ja, dann übertreibe ich es ja gar nicht so arg mit der Zeit. Passt alles noch. Ist alles noch im Rahmen. Wir hatten schon längere Folgen, glaube ich. Das machen wir jetzt einfach. Wir checken mal, ob ich den ans Wasser bekomme. Ja, ja, entspann dich. Jetzt pass auf, geh gleich mal links hier, sonst hopfst du zu weit runter. Ich glaube, heute dürfte es wieder regnen. Ist wettermäßig so ein bisschen trüb gerade, finde ich. So, lieber Ichti, wir sind schon wieder zurück. Naja, fast. Wir müssen noch durch die Höhle. Schade, dass es hier keine Siliziumperlen gibt, mal eben, ne? Wherever you go. Was haben wir denn schon wieder? Ist Dienstag oder Mittwoch? Dienstag, gell? Naja, dann geht's noch. Ich dachte, die Zeit ist schon wieder für alles vorbei. So, liebes Pferd, mach du hier Halt. Jetzt versuchen wir mal unser Glück. Ja, das war klar, Leute. Der klebt hier fest. Haben wir eigentlich nur eine Möglichkeit, dass er uns folgt. Und selbst das halte ich für fast unmöglich. Nee, ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Wir könnten den ins Wasser schubsen, wenn wir Glück haben. Mit dem Schubser, oder? Könnte doch möglich sein, dass der Schubser klappt. Langt uns das? Jetzt probieren wir das noch. Ich gehe kurz mit dem Schubser runter und versuche den ins Wasser zu schubsen. Vielleicht haben wir Glück. Hätte ich aber gleich drauf kommen können. Weil ich dachte jetzt durchs Folgen vielleicht, dass er sich ins Wasser zappelt, weißt du? Wenn nicht, müssen wir halt aufgeben. Dann schlachten wir den, dann mache ich da auch keinen Listeneintrag. Da müssen wir ja sowieso Tiere im Wasser und so, das machen wir dann später richtig, wenn wir die Wasserbasis haben. Da haben wir aber noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns, ne? Ah, schade, dass nicht noch ein paar Minuten mehr dran sind. Ich will jetzt echt kurz gucken, ob ich ihn ins Wasser geschubst kriege. Lumlilum, lumlilum. Ich weiß eh nicht, ob der Perlen einsammelt. Aber ich will auf jeden Fall mal gucken, ob ich im Wasser Mobilität bekomme heute, weißt du? So, hier unser etwas groß geratenes kleines Pony, das gerne hüpft und springt und schnalzt. Ja, ja, ist gut. Du bist jetzt dran. Umgedreht ist er. Hier langsam vorbei. Die versperren dir sonst den Weg. Gott, ist das ein Koloss. Talk about you and me. Schalali, schalalum, lalum, lalum. Geil, oder? Guck mal, wie der abgeht. Und er ist halt durch seine Größe auch recht schnell, ne? Und die Ausdauer ist gar nicht schlecht. Allerdings blinkt da oben alles. Ich glaube, da ist jeder Schritt kostet da 1000 Kalorien. Hallöle. Pronto. Komm her, Alter, wir schubsen dich, verstehst du? So, Leute, drückt die Daumen, dass wir den ins Wasser geschubst kriegen. Das wäre eine geile Geschichte. Da müsste näher ran wahrscheinlich. Kann aber auch sein, dass meine eigenen Dinos gar nicht schubsen kann. Weil ich... Nee, ich hätte auch mit dem Pferd probieren können, ob ich einen Kick... Ist das ein Knockback-Effekt gewesen? Glaub nicht, gell? Nee. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, dass man irgendwie mit irgendeinem Flugtier greift. Ob wir dann Quetzal brauchen, Leute? Ich glaube, mein Pteradon, der packt das nicht, ne? So, wenn wir jetzt aber schon hier sind. Ich kann ja mit ihm jetzt nichts anfangen. Aber ich kann den Sattel wieder abbauen. Tut mir leid, Alter. Ich habe mir für dich echt was gewünscht. Vielleicht können wir den später irgendwann holen mit einem großen Flugsaurier, weißt du? Dass man dann hier rausgreifen einfach. Also Leute, dann würde ich an der Stelle jetzt Schluss machen. Ich fahre wieder zurück in die Höhle. Ich farm jetzt tatsächlich wieder eine komplette Runde Material ran. Holz, Stein und Stroh. Damit wir morgen weitermachen können. Allerdings ist für uns morgen, gibt zwei Optionen. Entweder ich habe so viel gefarmt, dass wir Level 62 sind. Dann gehen wir mit dem Rudel an den Strand. Oder wir gehen ohne Rudel an den Strand und versuchen Siliziumperlen zu kriegen. Das wäre der Deal, dass es hier mit der Kombi-Armee weitergeht.
Auf jeden Fall werden wir morgen ein bisschen unterwegs sein, ne? Durch das, dass uns halt Materialien fehlen. Ist doch auch schön. Also, noch einen wunderschönen Abend heute. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinschaut. 16 Uhr zur Daily Dosis. Bis denn.